Und jetzt gucke ich nochmal nach. Also die drei Kirschbäume sind auf jeden Fall hier drin, ne? Das war's schon wieder, ne? Jetzt habe ich schon keinen mehr. Oh, verdammt. Und ich habe noch ganz viele neue Käfer getreten. Immerhin. Wenigstens trete ich ein paar Käfer. Das Kickball Change nicht aus dem Kopf, ne? Kickball Change! Wir müssen nochmal wieder nicht lachen machen. Ich würde gerne mal nochmal nicht lachen. Und diesmal wirklich durchhalten. Wirklich ganz, ganz arg durchhalten. Hier sind aber keine Bäume, oder? Bis Zeit abgelaufen ist. Hier ist doch gar nichts. Hä? Wir haben sogar Sachen. Oder muss ich das. Hätte ich das hier jetzt auch anpflanzen können? Oh, Alter, willst du mich verarschen? Oh, ernsthaft. Und ich habe meine Lieblingsaufgabe gefunden. Pflanze Bäume. Da ist noch ein Baum. Siehst du? Warum wird der nicht angezeigt? So, jetzt habe ich 4. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Und am Ende der Straße steht ein Haus an der Farm. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Der hat ein neues Album rausgebracht, das muss ich endlich mal hören. Peter Fox neues Album. Das will ich endlich mal hören. So, jetzt hier, komm. Zack. Zack. Und. Kickball Change. Einer fehlt noch. Hier, der ist. Da. Hab ich nicht gesehen. Oh. Oh Gott, das hat lange gedauert. Wenn es gerade um Kirschen geht, habe letzten Samstag selbstgemachten Kirschkuchen von der Mama gegessen. Mit Kirschen vom eigenen Garten. War sehr lecker. Mm. Ich bin zwar nicht so der Kirschkuchen-Fan. Da muss ich richtig Hieper drauf haben, aber gerade selbstgemachter. Oh, wisst ihr, was das Geilste vom Geilsten ist? Ich liebe es, wenn du selbstgemachte Sachen isst und die sind noch so richtig schön warm. Es gibt Leute, die mögen das gar nicht. Es gibt Leute, die sagen, das muss alles richtig schön abkühlen und sowas, also richtig fest werden. Nee, das muss noch richtig zerfallen, so warm ist das. Also richtig, richtig warm. Ich liebe das einfach. Ich finde das so göttlich. Toffi hat es geschafft, supi. Ja, endlich mal, ne? Yay. Darauf ein paar Gummibärchen. Kickball Change. Ja. Ach so. Soll ich mal nach dem Küken gucken? Nach dem Küken gucken. Das dauert ja noch einen Tag. Ich wollte nur mal gucken, ob es auch noch lebt. Hätte ja auch sein können, dass das Ei mittlerweile Omelette ist. Ne? Oh, das wär ein toller Name für das Küken, oder? Omelette? Oder ich nenne es Krapfen, / Berliner, / Pfannkuchen. Hätten wir die Diskussion schon wieder angefangen. Glitzerfee, hallo. So, errichte einen Kuhstall für Willow. Denke daran, das Kuhschild aufzustellen. So, das heißt, ich muss erstmal einen Kuhstall errichten. Weil den kann ich doch nicht so einfach herstellen, ne? Oder muss ich den einfach nur hier hinstellen? Ist das hier ein Kuhstall? Wenn ich das Schild jetzt einfach hier hinpacke, ist das dann jetzt ein Kuhstall? Das Gebiet ist nicht eingezäunt. Ach so, ich muss das Tier einfach einzäunen. Okay, alles klar. Ich dachte, wenn ich jetzt hier so einen Kuhstall, ne, so, das ist dann halt eben da.
dass das zählt. Stehst du? Aber wie mache ich denn das denn? Ich habe hier Sägetisch. Wie zäune ich denn bitte schön ein Tier ein? Das wurde mir noch gar nicht erklärt, oder? Oma, hast mir noch nie erklärt, sowas. Geiler Name. Sabriel, hallo. Ich nenne mein erstes Huhn in jeder Farm-Game immer Omelette und das zweite Rührei. Omelette und Rührei. Oder, ich wollte gerade halb und halb sagen. Das war Hackfleisch, ne? Wie hieß es nochmal? Das aus dem anderen Spiel? Abgehackt. Das war das Schwein abgehackt, ne? Das war kreativ. Und das war ein Fehler. Aber es war ein sehr kreativer Fehler, muss ich schon sagen. So, Blumenwiese. Großmutter! Im Tal ist etwas, das wie eine unfertige Blumenwiese aussieht. Wenn das wie eine unfertige Blumenwiese aussieht, dann ist es wahrscheinlich eine unfertige Blumenwiese. Ach, ich bin ein bisschen, als ich ein bisschen jünger war, habe ich oft das gesamte Tal erkundet. So habe ich viele meiner Samen für Blumen, Obst und Gemüse gefunden. Wenn ich einen besonderen schönen Ort gefunden habe, wollte ich ihn noch etwas verschönern. Die meisten dieser Projekte konnte ich leider nicht abschließen. Aber jetzt habe ich dich. Wenn du so einen Ort siehst, beende das, was ich angefangen habe. Du würdest mir damit einen großen Gefallen tun. Und nochmal mit Oma reden. Ich habe schon neue Bäume im Obstgarten gepflanzt, Großmutter. Ich habe sie gesehen. Der Garten sieht genauso aus wie früher. Nee, sogar besser. Wunderschön. Ich freue mich, dass du die Bäume und Sträucher leicht gefunden hast. Wenn du dich im Tal gut umsiehst, wirst du sicherlich weitere Orte finden, an denen Obstbäume wachsen. Ja, die habe ich gerade eben gelootet wie blöde. So, dann reden wir nochmal mit Großvater. Oh, ich könnte eigentlich auch mal meine Blumen gießen. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh. Momento. Uno momento. So. Ist da noch Wasser drin? Ah, nee. Okay. So. Nee. Sag mal, hast du mich verarscht? Da ist schon wieder kein Wasser mehr drin? Ich hab doch gerade erst Wasser geholt, oder nicht? Oder muss ich gedrückt halten? Bin ich jetzt doof? Ich drücke mal den falschen Knopf. Also gerade eben habe ich noch Wasser geholt, dachte ich. Okay, entweder bin ich doof. Wahrscheinlich. Ende. Muss ich gar nicht entweder. Ich bin doof. Choppy, abgehackt. Geiler Name als Kind. Ja, es war wirklich gut, ne? Lauri, hallo. Entschuldigung. Ja, ich habe dich nicht gesehen. Hallo, Lauri. Ich habe einen Gamer, hatte ja ein Schwein, das hat mich Schnitzel genannt. Das ist schon brutal, ne? Also ihr seid manchmal noch schlimmer als ich, Leute. Ihr dürft eigentlich gar nichts mehr zu mir sagen. Ups. Ihr seid genauso schlimm wie ich. Wenn nicht sogar schlimmer, ich sag's ja. Sag mal, ich muss es wirklich gedrückt halten, ne? Tatsächlich. Ich muss das X gedrückt halten, das wusste ich nicht. Verdammt. Das spielt man Monaten mal nicht und kommt nicht mehr klar. Demnach werde ich es mal dunkel. Ich habe auch schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ach, und ich habe übrigens meine Twitch-Drops nicht gekriegt, ne? Ich habe die letzten Twitch-Drops noch vor meinem Urlaub, habe ich die tatsächlich noch versucht zu bekommen. Sie wurden mir nicht angezeigt. Leider habe ich sie nicht gekriegt. Also sie werden bei Twitch angezeigt, dass ich sie erreicht habe tatsächlich, aber im Spiel kriege ich sie leider nicht. Es tut mir leid. Kann ich nicht ändern. Großvater! Weißt du, dass in der Nähe des Bauernhofs eine Windmühle steht? Ach, die gute alte Mühle. Wir haben viele Brote gegessen, die aus dem Mehl dieser Mühle hergestellt wurden. Und wir haben noch mehr davon verkauft. Tatsächlich konnten wir durch den Verkauf der Brotlaibe und einen Teil der Scheune kaufen.
Vor einiger Zeit haben wir aufgehört, Ähren dort hinzufahren. Es ist etwas zu weit für unseren alten Knochen. Aber meine Knochen sind jung. Ha, daran besteht kein Zweifel. Oh, Glitzerfee. Everything is Ryan. Dankeschön, Ryan. Vielen Dank. Ich hoffe, Glitzerfee freut sich. Frau S. Heckler. Ja, Frau S. Heckler. Genau, die hat das gemacht. Wieso wird die Nachricht gelöscht? Ach so, nee, das war nicht Frau S. Heckler gelöscht. War da ein Spoiler? Oh, Entschuldigung. Ich mache die Nachricht nicht auf. Ich dachte gerade, Frau S. Heckler wurde gelöscht. Ich habe es gerade überlesen. Entschuldigung. Ich mache sie nicht auf. Alles gut. Wenn es Spoiler war, will ich es nicht wissen. Meine sind auch bei Twitch und nicht im Spiel. Okay, Bulumnana, dann habe ich offensichtlich einen Bug, den nicht nur ich habe. Ihr seid wieder so lieb zueinander. Oh, schön. Nochmal neu verbinden vielleicht. Mache ich, kann ich gerne mal probieren. Der ist jetzt auch nicht so schlimm. Da gibt es schlimmere Bugs, ne? So. Hast du Lust, als Müller zu arbeiten? Ja, warum denn nicht? Ja, aber der Mühlstein ist beschädigt. Ich weiß nicht, wie ich ihn reparieren kann. Nun, du musst ihn einfach austauschen. Im Tal wirst du sicherlich einen neuen Stein finden. Ich muss jetzt irgendwo einen Stein finden. Ist das jetzt dein Ernst? Was ist jetzt mit der... Errichte einen Kuhstall für Willow. Denke daran, dass Kuhstall... Aber wie soll ich das denn machen? Ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Sonst gehen wir einfach schlafen und machen das erstmal mit dem Huhn, oder? Ich gehe jetzt schlafen und trinke noch einen Schluck. So. Mein Hühnchen müsste geschlüpft sein. Wie sollen wir es nennen? Nee, Omelette. Wenn das alle machen, will ich es nicht mehr. Ich will das nicht. Ich will einen speziellen. Oh Gott, ist das süß. Guck mal. Oh. Glucke. Was? Ich bin eine Glucke? Oder heißt das Viech so? Oh Gott, es sieht aus wie ein kleines, dickes Eigelb. Süß. Hilde das Huhn. Die wilde Hilde. Hier, kümmere dich mal drum. So, und das war's jetzt. Ich darf es nicht benennen. Ich darf es streicheln, aber mehr kann ich nicht machen. Wie grob ich das gestreichelt habe. Das ist so, wie wenn Kinder anfangen, Haustiere zu streicheln. So richtig. Brave Katze! Weißt du, ganz kleine Kinder, die können ihre Kraft noch nicht einschätzen. Genauso sah das gerade aus. Das ist schon ein bisschen brutal. Aber gut. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ne, Opa. Bitte Großmutter. Naja. Ey, kannst du mir noch einen Witz erzählen? Ich hätte gern mal wieder einen Witz. Ach, das ist ja der gleiche. Ich will einen neuen Witz hören. Alles ist in Ordnung. Nein, ich will einen Witz hören. Ich habe den Staubsauger verkauft. Er war voller Müll. Das war kein Witz, das ist einfach nur traurig. Das ist Demenz. Das ist kein Witz. Ich habe ein Ei und ein Huhn bei Amazon bestellt. Ich sage dir Bescheid. Was? Das. Hä? Nein. Grillen, viele Grillen. Oh Gott. Aber das lockert das Ganze schon so ein bisschen auf, ne? Wenn man zwischendrin einfach wieder zum Großvater geht und sich Scheiß erzählen lässt. Das ist irgendwie... Also, das Schmetterlingsarten. Hast du noch einen neuen Spruch? Ja, deine Tage sind gezählt. Ich will noch einen neuen Spruch hören.
Großmutter hat neulich die perfekte Stachelbeermarmelade gemacht. Aber ich habe schon alles aufgegessen, also ist leider nichts mehr zum Probieren für dich da. Okay, also noch ein Diss. Okay, nichts mit dir lecker, lecker Witzchen. Nee, das ist jetzt war jetzt ein Diss. Gut, warte mal. Also, eins möchte ich jetzt mal probieren. Also, wir haben die Möglichkeit, hier dieses Ding hier zu nehmen. So, das packe ich jetzt mal hier hin. So, Säge. Oh. Nicht genug Holz, um Holz zu schneiden, brauchst du mindestens zwei Teile. Okay, wir nehmen jetzt einfach eine Säge aus dem Ding, Holz aus dem Ding, aus unserem Inventar. Und dann sägen wir erstmal Holz. Vielleicht kommen wir dann so dem Zaun ein Stückchen näher. Das würde ich jetzt mal vorschlagen, Leute. Und da waren tatsächlich vier Kirschbäume und ein Ding. Oh Gott, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof. So. Ich habe immer noch die gleichen Standard-Sofas bei Dagobert. Das ist frustrierend. Oh nee. Ja, sind diese Bugs. Ich bin mal gespannt, wann das Spiel Free-to-Play wird. Dieses Jahr bestimmt nicht mehr. Sie haben ja die Roadmap für dieses Jahr gezeigt, wer jetzt was alles kommt und wer alles kommt. So, keine Sorge, ich werde euch nicht spoilern, für den Fall, dass ihr es nicht wissen wollt. Aber, oh Gott, wie mache ich denn das jetzt? Oh Gott. Alter. Alter, das ist nicht ganz einfach, ne? Man muss den Grünen halt immer mitnehmen, quasi. Oh Gott, wie muss ich denn da machen? So, jetzt habe ich ganz viele Bretter, aber was mache ich mit den Brettern? Das ist jetzt die andere Frage. Wir haben zwar eine Werkbank, mit der wir was herstellen können, allerdings weiß ich nicht, wie man einen Zaun herstellt. Hühnerstall? Doch, da ist ein Zaun. Ich habe nichts gesagt, Leute. Ich habe nichts gesagt. Das war vorher nicht da. Das war vorher nicht da. Das haben die da gerade eben hinprogrammiert. Das war nicht da. So, und jetzt müssen wir ein Gehege für unsere Kuh machen. Falscher Knopf, Moment. So. Ja, wenn die Katze sich da reinstellt. Das ist so typisch Katze. Überall, wo man sie nicht gebrauchen kann, sind sie. Es ist wirklich so. Die legen sich auf Sachen, die setzen sich auf Sachen überall dahin, wo du sie nicht gebrauchen kannst. Ist wirklich so. So, der Kuh muss es ja auch gut gehen, deswegen müssen wir es ein bisschen größer machen. Wir werden wahrscheinlich jetzt die Zäune ausgehen, aber... Genau. Da muss ich noch welche machen. Oh Gott, da muss man sich voll konzentrieren. Das ist nicht mein Spiel. Aber da kriege ich bestimmt eine Trophäe, oder? Sägewerk. Sägemeister. Ah, oh, perfekt. Aber guck mal, ich werde besser drin tatsächlich. Man muss nicht immer sofort rüber. Man muss ein bisschen warten. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn man das Timing gut hinkriegt. Oh, schon wieder falschen Knopf gedrückt. Ah, ich bin so doof. Du solltest das Spiel nochmal ohne Jetlag spielen. Ist halt wirklich so. Wahrscheinlich liegt es daran. Ich bin einfach wirklich durch. So. Ich bin einfach wirklich durch. Liegt es wirklich daran. Wo spielst du auf welcher Konsole? Auf der PlayStation 5. Es gibt aber auch eines... Ich überlege gerade. Spiele ich auch die PlayStation 5-Version? Ja.
tatsächlich. Es gibt auch eine PS4-Variante, die könnte ich auf der PlayStation 5 auch spielen, aber es ist die PlayStation 5-Variante, die ich hier spiele. So, nein, falscher Knopf, natürlich wie immer. Na. Moment. Jetzt. So. So, und dann das Ganze noch zumachen. So, jetzt muss ich einfach nur das Schild aufstellen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? So. Muss ich das innerhalb des Zauns machen, oder was? Brauchst du kein Tor? Ja, aber konnte ich ja nicht herstellen, oder? Gab's ein Tor herzustellen? Ich schau mal kurz. Und dann habe ich sie wieder überlesen. Mal wieder. Für die Switch würde es ja kommen, eventuell. Ja, wurde anscheinend verschoben, dieses Spiel hier. Da, ein Tor. Kann ich nicht herstellen, Ryan. Das ist... Nee, das ist was anderes. Ich nehme jetzt einfach mal das, was ich denke, was Sinn machen würde. Das ist aber was ganz anderes. Das ist jetzt nicht das, was man hier braucht. Ne? Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ne? Ja, ich bin heute durch. Ach so, das heißt, ich dachte, es wäre vielleicht zweifach oder so. Ne? So. So. Okay. Tür öffnen und jetzt muss die Kuh wahrscheinlich da rein, ne? So. Komm mal her, du Willow. Hello, Willow. 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 Hello, Willow. Ja, komm her, Chat. Komm her, du Kuh. Ich wollte gerade sagen, kicken. Kann ich die Kuh kicken? Komm jetzt her. Hier streichen. Oh, schön. Kuh kann nur springen, verstehe das Problem nicht. Mhm. So, du kommst jetzt mal mit, Kuh. Komm mit. So. Begeben Sie sich hier durch das Gestrüpp. Hier durch... Alter, vor allen Dingen, das Tor ist voll dünn, ne? Und die Kuh ist halt nicht gerade... So, wird ein Schuh draus. So. So, dann kann ich das Schild jetzt hier mitten reinpacken oder muss ich das außen hinpacken? Moment. Ja! Geschafft! Dafür gibt's lila Gummistiefel mit gelber Schleife. Was bitteschön ist daran gelb? Das ist braun. Entschuldigung. Gute Nacht, Tammy. Danke, dass du da warst. In der Kuh sehe ich irgendwie Toffi. Was? Beige. Beige. Warum muss man Tiere streicheln? Das ist sexuelle Belästigung von Tieren. Ich würde es nicht empfehlen. Nähere dich einem ruhigen Tier und streichle es mit Dreieck. Wenn du das Tier streichelst, folgt es dir 20 Sekunden lang. So kannst du die Tiere von einem Gehege zum anderen führen. Das habe ich schon längst gemacht. Danke für das Tutorial. Hui. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Leute. Es gibt keine Aufgaben mehr für mich. Ich bin sehr, 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 sehr fleißig gewesen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Jetzt ein bisschen looten, oder? Ich würde auch gerne mal was kochen, aber bei mir kommt ja sowieso nur Matsche bei raus. Yeah, ich bin ein Kleinbauer. Ich bin ein Kleinbauer. So. Okay, Opa. Was los? GJ, dankeschön.
Weitere Tiere. Wo finde ich weitere Tiere, Großvater? Der Appetit kommt beim Essen richtig. Habe ich nicht gerade gefragt, wo es neue Tiere gibt?